Das ist doch schön und gut, dass die Prävention da als seinen Beitrag dazu leisten will, wie auch immer. Aber fraglich ist es ja, was bringt es? Also Präsenz zu zeigen, irgendwo an irgendwelchen sensiblen Orten zu stehen, so wie in der Synagoge hier in der Innenstadt, von morgens bis abends, finde ich ein bisschen so verschwendete Steuergelder. Man sollte schon mehr in das Interne reingehen und wirklich mal diese Personen dann halt nicht nur kontrollieren, sondern auch entwaffnen. Weil wir wissen, in Deutschland, die schwarzen Zahlen stehen ganz woanders, wie viele Leute auch bewaffnet sind, Reichsbürger, die bewaffnet sind, ihre Waffen nicht abgeben. Also ich glaube, wir sollten uns über andere Thematiken besprechen, als hier vor der Moschee oder Synagoge zu stehen, einfach eine Polizeiwache hinzustellen, weil derjenige, der den Anschlag machen will, der beobachtet das und sobald der Streifenwagen weg ist, kommt er rein und macht seinen Anschlag. Also ich empfinde, dass es in erster Linie um einen Paradigmenwechsel handeln sollte. Das heißt, dass der Blick auf die Menschen, egal welcher Abstammung, welche Religion, von Grund auf die Existenz für diese Menschen eingeräumt wird und die Anerkennung, Akzeptanz in gewissen Strukturen etabliert wird, wie im Bildungssystem beispielsweise, dass die Menschen herangezogen werden, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Und dazu gehören eben auch die Muslime, die hier in Deutschland leben, die mittlerweile fast 5 Millionen erreicht haben. Also wenn ich irgendwie bei der Synagoge vorbeifahre, da steht immer die Polizei. Es wäre, wie gesagt, wünschenswert, wenn hier bei diesen großen, genau, auch mal so eine Polizeipräsenz da wäre. Wäre so ein Abschreckungswert, ne? Ja, das wünsche ich mir. Ja, ich finde richtig. Ich finde es Das richtig, sollen ja. die auch, aber früher machen, nicht jetzt. Nicht erst, wenn Das was haben wir schon ein passiert. paar Mal erwähnt und wir haben schon alles vorzeitig gesagt, das wird schlimmer immer, aber das hat leider die Innenministerium das nicht vorher das gemacht, hätte er vorher machen können. Jetzt passiert die Sache und wollen die jetzt machen. Erhöhen, es gibt doch gar keine. Was heißt erhöhen? Also muss er von null auf Genau, von irgendwie. null auf, also ist das schon gelogen. Aha, Und ich okay. habe noch nie sowas gesehen. Das ist Propagandashow. Also wir haben natürlich schon ein bisschen Bedenken, dass wir irgendwie vielleicht angegriffen werden. Aber alles in einem, das kann ja auch überall passieren. Es wäre schön, das wäre wünschenswert, aber Ja, er hat es ja wir versprochen, erwarten das wird das. eine, Ja. Sie erwarten es auch. Also heute habe ich jetzt keine Polizeipräsenz gesehen. Nein, Krankenwagen war gerade hier. Aber nichtsdestotrotz, das wird uns ja nicht aufhalten, unser Gebet zu verrichten. Nein, natürlich.